Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pilzvideo. Heute gibt es ein für uns schon fast traditionsreiches Video für euch und zwar die besten Speisepilze der letzten 365 Tage. Seit dem Pilzjahr 2019 haben wir jedes Jahr eine Ausgabe dieses Videos herausgebracht. Gezeigt werden die 25 bis 50 besten, ergiebigsten, häufigsten und schönsten Speisepilze, die sich in den letzten 365 Tagen in unserer Region, also den Landkreisen Mühldorf und Altötting in Oberbayern, gezeigt haben. Von Winterpilzen wie dem Samtfußrübling über Frühlingspilze wie die Spitz- und Speisemacheln bis zu den Sommer- und Herbstpilzen wie Steinpilz, Krauser Glucke, der Birkenrotkappe, dem Lachsreizker und vielen weiteren Arten. In dem Video soll es dabei nicht um alle Details zu den gezeigten Arten wie Fundort, Verwechslungspartner, genaue Beschreibung und so weiter gehen, weil das bei so vielen Arten einfach den Rahmen sprengen würde. Falls euch aber eine Art aus dem Video besonders interessiert, hätten wir die Pilzbucheinträge zu den einzelnen Arten in der Videobeschreibung exakt in der Reihenfolge wie im Video verlinkt. Hier könnt ihr euch bei Interesse dann im Detail über die gezeigten Arten informieren. Vom Habitat über die Verwechslungspartner bis zum Speisewert solltet ihr alle wissenswerten Infos zu den gezeigten Arten dort vorfinden. Falls jemand daran interessiert ist, zu erfahren, wie unterschiedlich und doch gleich die Zeiträume 2018 bis 2019, 2019 bis 2020, 2020 bis 2021 und 2021 bis 2022 ausgefallen sind, für den hätten wir auch die Ausgaben dieses Videos aus den letzten Jahren in der Videobeschreibung verlinkt. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit dem restlichen Video. Lasst euch mit den wunderbaren Bildern von den besten Speisepilzen der letzten 365 Tage alleine und wünsche euch noch ein schönes restliches Wochenende. Macht es gut und bis dann. PS: Falls ihr Zeit und Lust habt, würden wir uns wie immer freuen, wenn ihr eure Funde und Erfahrungen aus den letzten 365 Tagen mit unseren abgleicht und ihr uns die Unterschiede aus eurer Region in die Kommentare schreibt. Zum Beispiel, welche Arten aus unserem Video gab es bei euch vielleicht überhaupt nicht zu finden? Welche Arten hatten in eurer Region ein starkes Jahr, haben bei uns im Video aber gefehlt, weil sie sich bei uns nicht gezeigt haben? War es bei euch auch eine spannende, artenreiche Zeit oder fehlte es so ein bisschen an Artenvielfalt und Speisepilzen aufgrund von Trockenheit oder anderen Umständen? Ja, auch wenn wir es nicht schaffen, auf alle Kommentare zu antworten, so werden doch immer alle Kommentare gelesen. Ja, und wir freuen uns da wirklich über jeden, der seine Erfahrungen mit uns teilt.
Ist es nicht?